Tractor Pulling, der stärkste und schwerste Sport auf Rädern. Motorsport Nummer 1 in den Vereinigten Staaten. Beginnen wir mit den Superstocks. Äußerlich sehen sie aus wie ganz normale Traktoren. Doch wirft man einen Blick unter die Haube dieser Dieselrösser, merkt man, wo die Kraft steckt. Riesige Einspritzpumpen, bis zu 4 Turbolader, die Ladedrücke bis 15 Bar erzeugen. Sonderangefertigte Ansaug- und Auspuffkrümmer, speziell widerstandsfähige Nockenwellen, Zylinderköpfe und vieles mehr, verwandeln einen 100 PS Serienschlepper in einen bis zu 1800 PS starken Pulling Tractor. Viele Armaturen sind notwendig, um die Drücke, Temperaturen und Drehzahlen zu messen. Beim Starten muss Äther in die Ansaugluft gesprüht werden, damit der in der Kompression stark herabgesetzte Motor anspringt. Nachdem die Traktoren von ihren Tiefladern gefahren wurden und rennfertig sind, geht's zum Start für den Bremswagen. Gibt der Starter die 300 Fuß lange Strecke mit der grünen Flagge frei, geht's ab. Eine riesige Rauchwolke steigt auf
1500 PS donnern los und versuchen, den immer schwerer werdenden Bremswagen über die 100-Meter-Marke zu ziehen. Ein sehr schöner Pull von Tom Nixon auf dem Screaming Demon, was so viel wie schreiender Dämon heißt. Als nächster Fahrer der 83-jährige Henry Piper aus Illinois mit dem International Haulin Harvester. Henry setzt nicht wie die meisten Superstock-Fahrer auf Dieselpower, sondern er treibt seinen Schlepper mit Alkohol an. Deshalb ist auch kein Auspuffrauch zu sehen. Bei den Superstocks sind fast alle Traktormarken vertreten, wie zum Beispiel Alice Commerce. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass Motor und Getriebe diesen hohen Belastungen nicht standhalten und es kommt zu Defekten. Meistens sind es Turbolader, die zu Bruch gehen. Um das Kupplungsgehäuse der Fünfscheibenkupplung muss ein Schutzgürtel angebracht werden, um Fahrer und Zuschauer vor Verletzungen durch wegbrechende Metallteile zu schützen. Nothing runs like a deer, sagen die Amerikaner, wenn ein John Deere gewinnt. Und Joe Elson ist immer unter den Besten zu finden. Im Vergleich dazu ein alkoholgetriebener John Deere Traktor. Es gehören sehr viel Wissen und Können dazu, einen Alky-Burner, wie es in der Fachsprache heißt, zu tunen, da Methanol sehr unsanft verbrennt und der Motor daher unruhiger läuft. Die hochgezüchteten Motoren erreichen beim Pullen mehr als 5000 Umdrehungen pro Minute. Die Durchdrehgeschwindigkeit der 30,2 x 32er Hinterreifen grenzt bei den Superstocks an die 90 km/h-Grenze. Diese hohe Geschwindigkeit wird durch spezielle Getriebeumbauten und hohe Motordrehzahlen erreicht. Bob Thompson.
Rick Guevara zieht hier den Bremswagen über die 300-Fuß-Marke und schafft mit seinem Alice Calmers D21 den ersten Full Pull. Ein Beispiel für mangelhafte Gewichtsverteilung am Traktor zeigt Benny McKinnon auf Old Faithful. Durch das Aufsteigen des Traktors verkürzt sich das Zugpendel und der Zugkraftbedarf steigt dadurch an. Die Superstocks werden in 5500, 7500, 9500 und 11200 Pfund Gewichtsklassen unterteilt. Diese Einteilung entspricht im Großen und Ganzen dem Reglement in Europa. Um einen schweren Serientraktor um 1 bis 2 Tonnen leichter zu machen, werden möglichst viele Teile durch Aluminium ersetzt, wie Felgen, Rahmen und so weiter. Serienmäßig müssen lediglich Motorblock, Getriebe und Kupplungsgehäuse und Hinterachse sein. Weiters muss das Chassis des Renntraktors dem serienmäßigen Modell sehr ähnlich sein. Durch das Anbringen von Traktorgewichten kann ein Fahrzeug auch in mehreren Gewichtsklassen starten. Monkey Business, der Name dieses Alice Calmers, hat Probleme, den Ladedruck aufzubauen und kann den Bremswagen nicht wegziehen. Da er auch beim zweiten Startversuch keinen Erfolg hat, wird er disqualifiziert. That's it. We have two more that have problems greater than that. It was cracked. So we got the green flag now on the M. Kevin Mitch, Red Bud, the 1949 M in the night. See what he does. Ein sehr interessanter Traktor ist der alkoholgetriebene Roadrunner von Steve Wewell. Quincy, Steve Wewell. And I can't tell you from here, but I think it's a 670. Steamed up, that'd be my guess. A little mini, he calls it. Leider kommt auch er über die 250-Fuß-Marke nicht hinaus.
Was wirklich in einem John Deere steckt, zeigt Jerry Grimes mit einem Full Pull. Aber nicht jeder John Deere läuft, wie er sollte. In der Klasse der Superstocks werden viele International-Traktoren gefahren und können auch die meisten Siege verbuchen. Der Grund dafür liegt sicherlich darin, dass die Firma Hypermax in Chicago eine Menge von Tuning-Teilen vorwiegend für die großen roten Traktoren herstellt. Nach dem Pull wird die gezogene Weite ganz einfach mit einem Maßband gemessen. Ivan Carroll auf einem kanadischen Cockshut-Traktor benötigt ebenfalls einen zweiten Startversuch, da er noch innerhalb der 70-Fuß-Marke zum Stehen kam. 209 feet, even, Gary Jennings. Okay, here goes the levy, Lisa. Second time for the stock gun. Got a lot of up for better this time. Wie eine Flugzeugturbine hört sich dieser sehr hochdrehende Sechszylinder-Perkins-Motor an.
Tractor Pulls finden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten natürlich auch spätabends statt, wo unter Flutlichtbeleuchtung das blitzende Chrom der Renntraktoren besonders zur Geltung kommt. Die Publikumslieblinge sind die Minis. Diese Klasse gewinnt auch in Europa zunehmend an Popularität. Vorwiegend werden diese Maschinen von V8 Aluminiummotoren mit Kompressoraufladung und Alkoholeinspritzung angetrieben. Ein solcher Motor gibt bis zu 1800 PS frei, bei einem Gewicht des Traktors von nur 800 beziehungsweise 900 Kilogramm. Die Fahrer sind verpflichtet, einen feuerfesten Asbestanzug zu tragen, da es oft zu Motorexplosionen kommt. Hier bereits der erste Full Pull von Don Sherardeau. Häufig finden solche Rennen im Rahmen von traditionellen Volksfesten statt. Pech für Ralphie's Rod. Der Keilriemen zum Antrieb des Kompressors ist in voller Fahrt abgerissen. Die Klasse der Minis hat sich aus den Gartentraktoren, den langsamsten und sichersten Pulling-Fahrzeugen, entwickelt. Eines Tages kam jemand auf die Idee, auf den Rahmen eines Gartentraktors einen V8 Automotor zu setzen, und die Minis waren geboren. Heute werden spezielle Aluminiumrahmen, Getriebe, Hinterräder und Kompressormotoren verwendet. Deshalb sind sie auch am gefährlichsten zu fahren, aber für die Zuseher eine der interessantesten und aufregendsten Klassen. Für die Fahrer ist es kein billiger Spaß, aber ein sehr riskanter.
Es ist wie auf einer Bombe zu sitzen und äußerst schwer, den Traktor völlig unter Kontrolle zu halten und geradeaus zu fahren. Terry Schissler schafft hier mühelos einen Full Pull. Bei den Minis wird natürlich auch ein kleinerer Bremswagen als bei den übrigen Klassen gezogen. Durch das geringe Gewicht der Traktoren ist die Kraft dennoch schwer auf den Boden zu bringen und die Räder drehen oft haltlos durch. Da auch Don Sheridan einen Full Pull geschafft hat, kommt es, nachdem der Bremswagen schwerer eingestellt worden ist, zum Pull-Off. Das heißt, zum Stechen zwischen Don, hier im Bild, und Terry Schissler. Terry Schissler ist bereits an Dons Wette vorbei und hat gewonnen.
Bei den Four-Wheel-Drive-Trucks setzt man auf Vierradantrieb. Eine optimale Gewichtsverteilung am Truck spielt in dieser Klasse eine sehr bedeutende Rolle, um auf allen vier Rädern gute Traktion zu erreichen. Die Frontgewichte werden relativ weit vor der Vorderachse angebracht, um mehr Druck auf die Vorderräder zu erhalten. Die Hinterräder werden beim Pullen automatisch durch den Widerstand des Bremswagens belastet. Vorwiegend werden die Four-Wheel-Drive-Trucks von großvolumigen V8-Motoren angetrieben. Jedoch ist eine Aufladung mit Kompressor oder Turbolader verboten. Somit werden bis zu 1000 PS aus den Motoren herausgeholt. Bei den Two-Wheel-Drive-Trucks sind vorwiegend kompressorgeladene, alkoholgetriebene V8-Motoren, wie auch bei den Minis, zu finden. Auf sonderangefertigten Aluminiumrahmen werden ganz einfach kunstvoll bemalte Kunststoffkarosserien aufgesetzt. In den letzten Jahren sind in dieser Klasse immer mehr Funny Cars entstanden, nach dem Vorbild des Drag Racings. Ein solches Funny Car ist Vendetta mit einem Chevy Body. Nach dem Pull muss die Karosserie hochgeklappt werden, damit der Fahrer aus dem Fahrzeug aussteigen kann. Feuerfester Anzug und Handschuhe sind hier ebenfalls Vorschrift. Ein typischer Truck ist Lloyd Houser's Super Rat. Natürlich knallt es bei den Trucks auch hin und wieder unter der Motorhaube. Die Two-Wheel-Drive-Trucks verlegen das meiste Gewicht auf die Hinterachse, um viel Druck auf die Antriebsräder auszuüben. Dabei kommt es aber oft vor, dass das Fahrzeug vorne aufsteigt und außer Kontrolle gerät. Kein Glück für Lloyd Houser auf seinem zweiten Truck mit dem liebevollen Namen Daddy Red.
Ja, und selbst ein Lieferwagen zeigt, welche Power in ihm steckt. Die Modifieds. Sie sind die Könige dieses Sports. Vom V8-Motor über Flugzeugmotoren bis hin zur Flugzeugturbine wird alles verwendet, was Power verspricht. Mehrere Kompressormotoren mit Spezialkupplungen und Kardanwellen aneinander gekuppelt ziehen den Bremswagen mit bis zu 10.000 PS. Die Bante Brothers waren die ersten, die einen Modified mit Kompressormotoren bauten. Sie sind heute noch zu den besten Pullern zu zählen. Tim Engler setzt auf 7 Motoren und kann mit dieser geballten Kraft die Räder mit einer Geschwindigkeit von 190 Meilen pro Stunde antreiben. Um auch in leichteren Gewichtsklassen starten zu können, werden einfach Motoren abmontiert. Riesige Scheibenbremsen sorgen für einen wirkungsvollen Einsatz der Einzelradbremse, um lenken zu können, wenn die Vorderräder in der Luft sind. Sonderbar zugeschnittene Reifenprofile sollen die Kraft auf den Boden übertragen. Die Stollen werden mit einem schnell rotierenden Messer abgeschnitten und anschließend mit einer Flex und speziellen Schleifscheiben zugeschliffen. Da Art Arthurs während des Pulls keine Zeit hat, die Armaturen abzulesen, hat er sich eine Videokamera am Tracker montiert, die ihm diese Arbeit abnimmt. Dieser Modified wird von einem mit 2 Turbos aufgeladenen Flugzeugmotor angetrieben. Wasser wird in die Ansaugkrümmer gespritzt, um die Ladeluft zu kühlen, ansonsten würde der Kolben wegen der hohen Temperaturen schnell schmelzen. Die Turbos müssen mit einem Schutzmantel versehen sein. Die Heckgewichte dürfen laut Reglement die Hinterräder nicht überragen. Damit der Traktor möglichst wenig Erde vor die Kufe des Bremswagens wirft, sind die Stollen nur noch wenige Millimeter hoch. Wenn ein V12 Allison-Flugzeugmotor, der rund 2000 PS abgibt, zu wenig ist, nimmt man ganz einfach 2 davon.
Bei Bedarf können auch mehrere V8-Motoren gekoppelt werden. Vor dem Wettkampf werden alle Schlepper auf eine Waage gezogen und ihr Gewicht wird überprüft. Ein fantastischer Full Pull auf zwei Rädern von Milton Bergman aus Ohio. Der War Wagon wird von drei Arias-Motoren angetrieben und von der All-Pro Company gesponsert. Auch für ihn ein müheloser Full Pull. Ein sehr wichtiger Faktor beim Tractor Pulling ist die Geschwindigkeit, mit der der Bremswagen gezogen wird. Durchschnittlich dauert ein Pull 10 bis 15 Sekunden mit einer Zuggeschwindigkeit von ca. 50 km/h. Je höher diese ist, desto besser, da sich die Räder nicht so stark eingraben und die Wucht des 30 Tonnen schweren Bremswagens dem Schlepper gegen Ende der Strecke weiterhilft. Deshalb führt ein schneller Pull meistens zum Full Pull. Der zweite Traktor von Milton Bergman verfehlt hier nur knapp den Full Pull.
Besonders bei Rennen am Abend sieht man das Feuer der alkoholgetriebenen Allison-Motoren aus den Auspuffstummeln lodern. Die extrem heißen Abgase bringen sogar den Auspuffkrümmer zum Glühen. Ein Pulling Tractor sollte aber nicht nur stark sein, sondern auch gut aussehen wie der verchromte Motor des Dust Devil. Craig Young hat bei diesem Pull einen Kolben verheizt. Der Name seines Schleppers, Empty Pockets, zeigt, dass Tractor Pulling ein sehr teures Hobby ist. Genießen Sie die nun folgenden Full Pulls von einigen der besten Modifieds der USA.
Wayne Longneckers River Rat fabriziert hier ein wahres Flammeninferno. Die Klasse der Pro-Stocks ist 1981 entstanden und ist den Super-Stocks sehr ähnlich. Der Unterschied besteht nur darin, dass sie als Treibstoff nur Diesel und nicht Alkohol verwenden dürfen. Weiters ist eine Aufladung nur mit einem einzigen Turbolader erlaubt, und die Breite der Hinterräder ist schmäler dimensioniert. Hier der riesige Turbo, welcher dem V8 Perkins Motor von Gary Hendrickson Luft zur Verbrennung des Dieselkraftstoffes verleiht. Abschließend eine Vorstellung der besten Pro-Stocks der Vereinigten Staaten. Der Gewinner der 10.000 Pfund Gewichtsklasse von 1987. Der 60-jährige John Lawrence auf dem Sneaky Snake. Sein Schwiegersohn John Wilkins, ebenfalls auf einem International namens Shotgun Red. Sue Ellen Oswald. Sie ist eine Polizistin aus Pennsylvania. Ihr Case ist immer im Spitzenfeld zu finden. Sue Ellens Mann John hat den Keystone Cop gebaut. Carl Mersinski aus Illinois auf dem International Flirting with Disaster. Steve Rutherbush aus Indiana auf dem MF Express. Und last but not least, Gary Hendrickson mit seinem V8 Massey Ferguson, Sweet Sweet Music.